Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Lockebox von Vega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Locke von Vega, das Ganze am 6.3. erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das sechste Album von Vega. Wir haben hier eine ziemlich große Box. Und bevor wir das Ganze aus der Folie holen, haben wir hier noch einen Sticker. Hier lesen wir Vega Locke, limitierte Fanbox, Größe M, inklusive CD-Album, exklusive Unfair FVN Trainingsjacke, Schlüsselanhänger, Poster und Stickerset. Jawohl, das alles erwartet uns. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. So, okay, der Aufkleber ist uns erhalten geblieben. Der war gar nicht auf der Folie drauf. Unter diesem ganzen Boxinhalt gibt es noch einen Barcode. Und hier oben haben wir dann Vega und Locke so in einem. Also das Vega hier senkrecht repräsentiert quasi das O. Hier unten dann in Weiß und Rot. Rechts in Rot, Weiß und Schwarz. Okay, also schwarz, weiß und rot hier die bestimmenden Elemente und auf der Rückseite in schwarz und rot. Das Ganze ist erschienen über Urban. Dann schauen wir mal hinein. Sie ist recht groß, die Box, und der Deckel ist abnehmbar. Also nicht zu klappen, sondern komplett abzunehmen. Innen weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir diverse Sticker, 4 Stück, wenn ich richtig sehe, ein Poster, einen Schlüsselanhänger und natürlich die Trainingsjacke. So, auch hier die Unterseite in Weiß. Dann packen wir das Ganze wieder zusammen und geben die Box zur Seite. So, bis auf Album, Schlüsselanhänger und Trainingsjacke ist ja nichts weiter in Folie. Also einmal der Schlüsselanhänger. Gut. Dann nicht. So, einmal dann das Album. Und natürlich die Jacke, die kommt hier in einem durchsichtigen Plastiksäckchen hier von Unfair bzw. Freunde von Niemand. Medium, dazu kommen wir dann noch. Und dann machen wir mal das Album noch aus der Folie. So, wunderbar. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, Locke von Vega. Wir haben hier mehr oder weniger zwei Bilder in einem. Einmal hier scheinbar vor der Frankfurter Skyline und dann hier rechts nochmal am Rand mit Burberry Hemd. Im regulären Jewelcase kommt das Ganze. Vega Locke lesen wir auch hier. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Montez, nochmals Montez, Tag 32, Face, Moses Pelham und Toxi. Gut, bis auf die letzte Person sind alle ein Begriff. Dann haben wir hier oben wieder Beteiligte plus Barcode. Das Ganze gibt es neben der Box auch noch natürlich regulär auf CD und auch auf Vinyl. So, was haben wir hier? Einmal einen Flyer zur Locke Tour 2020. Die findet hier von Anfang bis Ende Oktober statt. Also, hier könnt ihr Vega live sehen. Dann schauen wir mal das Booklet an. Als erstes hier mal die Credits zum Album, wer hier beteiligt war. Jawohl. Die Straße war Familie,
Deswegen sage ich Bruder zu Fremden. Also dann haben wir Fotos und Vega-Lyrics mit eingearbeitet. Und zum Abschluss gibt es noch die gesamte Tracklist mit den Infos, wer geschrieben hat bzw. wer produziert hat. Jawohl, gut, also alle relevanten Infos sind hier mit dabei. Dann packen wir den Flyer wieder über das Booklet und kommen zur CD. Die sieht so aus, auch hier wieder in dieser gerissenen Optik. So, da haben wir den Lockenkopf mit teilweise verdecktem Gesicht, hier die Hand vor dem Mund. Ebenso darunter zu sehen. Ja, also einerseits natürlich passend zu Vega selbst, da er ja zweifelsfrei ein Lockenkopf ist. Aber mich erinnert das dann auch immer an City of God, an Locke. Falls ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. So, wir haben hier dann noch ein Poster im Hochformat. Hier Vega mit einer Jacke in Schwarz und Weiß. Wunderbar. Und auf der Rückseite ist das Ganze in Weiß. Also, einseitig bedruckt im Hochformat hier. Dresscode Casual. Sehr schöne Jacke. Dann haben wir die Sticker. Vier Stück sind dabei. Einmal hier in Schwarz und Rot im Querformat Kein Sorry. Dann ebenfalls in Schwarz und Rot Vega. Dann einmal Vega mit 1312. Und dann noch quadratisch Vega Locke in Schwarz, Rot und Weiß. So, ein Schlüsselanhänger ist mit dabei. In Silber und Schwarz hier das Vega V. Kann man hier dann mit diesem Ring entsprechend an den Schlüsselbund oder wo auch immer man möchte dran machen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch das Highlight neben dem Album. Und zwar die Trainingsjacke. So, es raschelt, denn wir haben hier noch dieses Papier. So. Und so sieht dann die Jacke aus. Also, es kommt vielleicht jetzt im Licht der Kamera nicht ganz so rüber, aber das ist jetzt kein Weiß oder kein allzu helles Beige, sondern ist doch so ein, ja, ich sage jetzt mal normales Beige, das jetzt aber hier im Licht der Kamera deutlich heller wirkt. Ansonsten die Jacke in Schwarz und Weinrot. Hier lesen wir einmal auf der rechten Brustseite Unfair Athletics. Dann haben wir auf der linken Seite dieses Logo, diesen Kreis, den man hier kennt von Unfair. Aber anstatt dem Logo bzw. dem Schriftzug in der Mitte lesen wir hier Freunde von Niemand. Also es ist so eine Kooperation, so eine Collaboration von Freunde von Niemand und Unfair. Ich habe schon diverse Sachen, unter anderem Sweatshirts und Pullover, aber noch keine Trainingsjacke von Unfair, deswegen freue ich mich sehr. Und vor allem das hier. Also das gibt es, glaube ich, wirklich nur in der Box und kann man sonst regulär nicht kaufen. Diese spezielle Collab-Trainingsjacke. Hier auch nochmal der Schriftzug an der Seite. Ansonsten haben wir hier unten den Bund in Weinrot, ebenso wie den Kragen hier oben. Dann haben wir auch noch einen Anhänger, so einen Kartonanhänger mit dem Vega V freundevonniemand.de. Dann die Streifen hier mittig. Das kennt man von den regulären Trainingsjacken der Marke ebenso. Die Streifen ziehen sich dann hier auch über die Ärmel und auch über die Rückseite. Also hier auch in Schwarz mit diesen beigen Streifen. Bunt natürlich wieder in Weinrot. Jawohl. Dann haben wir hier unten noch zwei Taschen. Einmal links, einmal rechts. Ganz klassisch. Hier ist kein Zip oder Knopf oder irgendwas. Einfach so ein Eingriff links und rechts. Das ist dann der Reißverschluss. So sieht das aus. UNFR lesen wir hier. Ebenso auf der Unterseite. Dann kann man das hier wunderbar aufmachen, wenn es funktioniert. Ja. So. Und so sieht die dann von innen aus. Also auch hier wieder hauptsächlich in Schwarz. Hier haben wir noch das Etikett.
an für Athletics Medium. Was es zur Größe zu sagen gibt, es gab diese Box in verschiedensten Varianten. Also ich glaube von S bis XL oder XXL war da alles dabei. Man konnte sich seine Größe frei auswählen. Gab es alle Varianten. Und wir haben dann hier noch am Ärmel ein Detail. Und zwar hier das weiße Vega V noch aufgestickt. Auf der anderen Seite schaue ich auch noch. Nein, da gibt es sonst nichts. Okay, gut. Also, schöne Jacke. Gefällt mir echt gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Trainingsjacke von Unfair Athletics und Freunde von Niemand. Dann haben wir hier diesen Schlüsselanhänger in Silber und Schwarz mit dem Vega V. Die Sticker, drei davon so Streifen und einer quadratisch, also vier Sticker an der Zahl. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat, sowie natürlich das Album im regulären Jewelcase mit insgesamt 12 Tracks und 6 Features. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box. Locke von Vega. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.